Und für ihn eben auch diese faszinierende Geschichte. Ich weiß nicht, warum ihn das so fasziniert hat, weil ich finde es irgendwie, es ist halt so, ja, die Erde ist halt blau-weiß, wenn man es vom Weltall aus betrachtet. Und wenn es vielleicht andere Planeten mit ähnlicher Atmosphäre gäbe, würden es genauso ausschauen. Also jetzt, ich denke so. Aber für ihn war es ein ganz besonderes Phänomen, dass die Farben der Mutter Gottes blau-weiß, wie sie ja meistens in Marke dargestellt wird, ja, eben auch auf der Erde selber sichtbar werden, wenn man sie von außen betrachtet. Also der Marianische Planet, der Planet der Mutter Gottes. Und da steckt etwas dahinter bei ihm an einer Überzeugung, die weit über das jetzt kitschige Blau-Weiße hinausgeht. Bei ihm hat man gemerkt, er hatte eine ganz starke Überzeugung gehabt, die Mutter Gottes möchte, und da steht er sozusagen ganz in der Tradition Schönstatts, möchte in die moderne Zeit neue Menschen mit einem modernen Christentum hineinsetzen. Modern heißt aber jetzt nicht um jeden Preis, ich weiß nicht was, modern. So modern heißt wirklich mit den Mitteln der Zeit leben, ja, sie nutzen, um erst recht aus dem Glauben das Leben zu gestalten. Pfarrer Christoph, der hat es verstanden, sozusagen irgendwo da, dem Einzelnen das Gefühl zu geben. Er hat nicht darüber geredet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er über das Zweite Vatikanische Konzil viel geredet hat. Aber er hat Dinge des Zweiten Vatikanischen Konzils gelebt. Ja? Und zwar nämlich genau dort, wo es um die Verantwortung, die Mitverantwortung der ganzen Gemeinde geht. Er hat den Menschen sozusagen gezeigt, ich bin für euch da, hat aber gleichzeitig auch sie provoziert, seid auch ihr da für die Kirche. Seid auch ihr da für Wenzelsdorf, für Ketzelsdorf, für Walterskirchen, für St. Ottmar. Und ich nehme an, es war überall so, also die Großwiesendorfer und Großweikersdorfer sind ja auch ein paar vertreten. Ich glaube zumindest ist ja da. Bruck ist auch vertreten. Ja, und auch immer diese Überzeugung, wir haben nicht nur die Aufgabe, die eh schon Braven noch mehr zu sammeln, sondern die ganze Welt ist marianisch. Der blaue Planet. Die ganze Welt ist eingetaucht in das Kleid Mariens und damit haben wir auch eine gewisse Verantwortung, den Menschen immer eine Freude an der Beziehung zur Mutter Gottes. Zur Mutter Gottes im Heiligtum vor allem auch zu bringen, ihnen zu helfen, diese Freude an der Beziehung zu ihr zu entwickeln und sie dazu zu führen, also Mission in einem guten Sinn des Wortes zu betreiben. Und was vielleicht auch noch nicht auch interessant ist, das wollte ich auch noch sagen hier zum Kahlenberg. Es gab eine Zeit, das war so 75, 74, 75, 6, also 75, 76 in der Zeit, da rückt der Kahlenberg sehr stark in das Interesse der Schönstatt-Bewegung. Im 76er Jahr haben wir dann die Burschen auch einen Bildstock errichtet. Dann war es eine Zeit lang so, dass hier es irgendwie aussichtslos schien, dass man herkommt. Und ich kann mich gut erinnern, wie mir die Schwester Elmengard ein paar Sachen erzählt hat, wo überall sie schon Ideen hat, dass was passieren könnte. Und in einem der Gespräche mit Pfarrer Christoph kam, ich schätze, es war so 77, 78, also in der Zeit, ja, kam von ihm eine Bemerkung, es muss der Kahlenberg sein. Es geht gar nicht anders. Und alle anderen Versuche von der Schwester Elmengard sind zwar lieb und nett, aber das wird es nicht. Auf diesem Hintergrund wird natürlich auch sein Tod noch einmal anders deutlich, weil wir wissen, dass relativ bald nach seinem Tod sich ja die Türen für den Kahlenberg radikal geöffnet haben. Ja. Er war davon überzeugt, selbst in der Zeit, wo wir davon überzeugt waren, wo viele davon überzeugt waren, das wird nichts mehr, das muss was werden. Denn die dreimal wunderbare Mutter will sich am Kahlenberg niederlassen. Der Kahlenberg, der gehört,
Er hat ja auch gleich gesagt, er war einer von den Leuten, die gleich gesagt haben, das ist auch für die Völker des Ostens wichtig, also für die mitteleuropäischen und Donauländer Völker, zu denen er ja noch mehr gehört hat als wir, ja, als Ungar. Aber das haben wir damals so nicht gesehen, ist auch okay so. Aber er war davon überzeugt, da will die Mutter Gottes sich niederlassen, um, eigentlich könnte man sagen, ich kann mich erinnern, hat er sogar mal gesagt, um Europa in Frieden zusammenzuführen. Damals war noch keine Rede von Österreich in der EU und so, ja, überhaupt keine Frage. Ja. Also ich würde ihn schon auch als einen sehen, der zumindest die donauländischen Völker in einem geeinten Europa visionär gesehen hat. Insofern denke ich, dass er ganz sicherlich zu denen gehört, die auch als ja, Pioniere, gedankliche Pioniere für ein vereintes Europa gelten kann. Zumindest in den Gedanken, die er sich gemacht hat und davon überzeugt war, da spielt die Mutter Gottes, die dreimal wunderbare Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt, die Erzieherin eines modernen Menschen, wirklich eine ganz große Rolle.